introduce? My name's Sora. And I'm Goofy. Pleasure, ma'am. Sora, Donald, and Goofy. It's nice to meet you too. I'm Rapunzel. Wir müssen zum Turm. Zum Turm müssen wir. Nee, auf Konterschild habe ich gar keinen Bock. Ich glaube, die Fähigkeit muss ich auch mal rausnehmen bei ihm. Ich glaube ja, dass die von Goofy ist. Ich glaube ja, dass die von Goofy ist. So. Es ist so geil, wie er so hoch in die Luft kommt wegen den ganzen Kombos, die ich für die Luftkombos hab, ne? Er kommt halt gar nicht mehr unten an. Und dann auch noch mit dem Raketentanz und so, das ist schon cool. Jawohl, das war gut. Einsammeln. Ich hätte auch einen Bock auf den ersten größeren Bossfight tatsächlich. So, von da kamen wir wohl. Ich dachte, wir hätten da längst gemusst. Naja. Orientierung und so ist halt einfach nicht gegeben bei mir. Okay, nice. Mussten wir hier längs? Ach ja, hier müssen wir also längs. Na gut. Oh, gerade noch rechtzeitig eingesetzt, glaube ich. Hä? Was? Nicht. Sollte dem Pferd da auf jeden Fall gut den Rest geben, glaube ich. Und jetzt noch den Goofy-Bomber. Ja, das Pferd ist direkt wieder am Start. Warum überlebt das so lange? Nein! Jawoll. Stufe 20, sehr nice. Jawollo. Schild scheint den Weg zum Schloss zu weisen, okay. Ja, aber war das Schild gerade eben auch schon da? Und hat das... Wir müssen hier so rum längs. Orientierung ist da. Weil das Schild zeigt dahin, wo wir vorhin... Also vorhin alleine. Wo wir beim letzten Mal hin mussten. Jetzt müssen wir daran, wo das Schild nicht hin zeigt. Lol, warum hören sie sich denn jetzt direkt? Und noch einen Raketentanz raufballern. Muss man schon sagen, sehr sympathisch. Nice. Ey.
Okay. Woody. Ey, man will die ganze Zeit losfighten und genau im richtigen Moment hitten die einen an und zack, ist man komplett aus dem Kontext rausgeholt worden. Scheiß Viecher. Nice. Oh, den hatte ich ja gar nicht mal verstanden, dass der Pegasus noch gleich kommt. Nice. Ist man da längst? Ich glaube schon. Ne, in der Höhle waren wir doch schon mal. Da war doch nix. War nur den? Nee. Zu den Blumentöpfen, da gehen wir nicht hin. Da denkst du nämlich, das sind nur Blumentöpfe. Und dann bupp, ploppen sie da raus, ey. Richtig die gemein. Guck mal, letztes Mal war Rapunzel hier baden. Jetzt ist sie hier nicht mehr. Also müssen wir hier nicht längs. Sondern entgegengesetzt. Des Schildes müssen wir aber. Hä? Kam doch von da oder bin ich jetzt gerade komplett wieder auf dem falschen Dampfer oder was? Müssen wir da längs? Nein. Da auch nicht. Hier? Oh, hier geht's zum Schloss. Sind fast da. Da kommt ja gleich wieder ein mega langer Einspieler. Und denn das für Viecher? Als komischen Fledermäuse. Die herzlosen Pubat sind das, glaube ich. Und schnell. Oh, ein Goofy-Bomber jetzt direkt aus Pferd. Was gerade anmarschiert kommt. Oh, das war jetzt episch. Wo ist das Pferd? Was ist denn das? Oh, die Pferd. Okay, nur noch das Pferd zerstören, was er ganz entspannt weggeht. Boah, fast ist das erstmal draufgegangen, ne? Weiß Pferd, ey. Ja. Alleine ja, bei so einem komischen Pferd, freue ich mich, dass ich das bewegt habe. Manchmal sind es halt die kleinen Dinge im Leben, wa? Okay, wir haben es geschafft. Oh. Jetzt so viele Viecher kommen. Schnell noch das Konterschild aktiviert. Sehr geil. Juhu. Okay, Goofy Bomber sehr wichtig jetzt gerade. Das ist nicht der Goofy-Bomber. Aber er kommt gleich noch danach. Was? Der hat Rüstung? Warum hat er denn Rüstung? Löwenzahnpiech. Löwenzahn-Pusteblumenviech. Hat er gerade genießt? Er hat gerade genießt. Rapunzel, ich dachte, ich würde dich nie wieder sehen. Hä?
Denn das verstehe ich jetzt. Ah gut, dann geben wir jetzt noch die Möglichkeit zu speichern wahrscheinlich. Aber sonst kommt jetzt ja gleich wieder ein Einspieler. Und dann hätten sie das doch auch gleich zusammenführen können, wascht. Aber ich denke mal wegen Speichern. Aber dann hätten sie jetzt nach dem Speichern machen können oder so. I'll never run. I'll never try to escape. Just let me heal him, and you and I will be together. Forever. Just like you want. Everything will be the way it was. I promise. Just like you want. Just let me heal him. Sorry. Everything is gonna be okay, though. No, Rapunzel. I promise. You have to trust me. No. I can't let you do this. And I can't let you die. But if you do this... But if you do this, then you will die. Hey, it's gonna be all right. Rapunzel. Wait. Eugene, what? No! Ander krasse Move. Oha, wie sie jetzt aussieht. Ist sie jetzt gestorben? Das erfahren wir in einer nächsten Folge von. Hallo? Wo ist sie jetzt hin? Das ist doch nur der Umhang gerade. Fall into darkness. We can't allow her near our pure light now. Her presence would only cast a pall over it. Jetzt kommt ein richtig krasser Bossfight. Ich meine, der war richtig schwer. Erstmal ein bisschen schlunzen. Was macht er denn überhaupt? Ah ja, ich auf jeden Fall schon mal, dass ich da oben nicht hochkomme. Lol. Boah, wir machen aber gut Schaden bei dem, muss man schon sagen. Okay. Und wieder drauf. Hab schon und Konterschild aktiviert. Machen wir ja nochmal mehr Schaden eigentlich an sich. Und machen ja auch gleich die Fähigkeiten weg, die ja.
glaube, jetzt ist das perfekte Timing für ein Finale mit dem Pegasus-Pferd. Weil er jetzt gerade auf dem Boden ist und dann da. Ich jetzt die ganze Zeit blitzen mich ab. Uhu. Die dürfen doch bestimmt hochlaufen, ne? Oha, was passiert jetzt? Lol. Schön weggeportet, ey. Was ist hier los? Alle dürfen? Die Leute jetzt doch jetzt wahrscheinlich einfach nur raus, oder was? Lol. Jetzt bin ich doch hier nur hoch. Boah, das sieht ja aber schon episch aus, so komplett in der Luft hier. Alter, jetzt fliegt er ja hier nur rum. Wo ist er? Da ist er. Habe ich jetzt überhaupt Schaden angerichtet bei dem? Ich glaube nicht, ne? Und das Schild. Jawohl. Oh ja, jetzt wieder perfektes Timing für Pegasus. Weil er gerade so schön unten ist. Wenn ich denn jetzt ihn auch mal erreichen würde, dann wäre das natürlich auch top. Aber nö. 100 Meteor, der wäre wichtig jetzt. Boah, der macht ja richtig, der hat richtig viel Schaden jetzt gemacht. Das war gut. Oh, jetzt kommen die Viecher wieder.
Thanks. Yes, thank you so much. Mm-hmm. Now, Flynn, you and Maximus play nice. Huh? You're gonna be great. Huh? We haven't seen the guy controlling the monsters in a while, so that's one less worry. But there's still a chance that he might be around here somewhere. Well, if he comes back and tries to bother Rapunzel again, then Flynn will keep her safe. And we three won't be far behind. Come on. Rapunzel's the tough one, if you ask me. True. But nevertheless, I won't let her out of my sight. Oh, Eugene. Eugene? Oh, that's my real name. Eugene Fitzherbert. That's right. I never told you guys. That's different. Oh, I think it's a great name. Me too. Nice to re-meet you, Eugene. Hey, I thought I was the only one you were going to tell. Don't worry. I've saved plenty of Fitzherberty secrets just for you. Really? Hey, what are you two lovebirds talking about? Nothing. Nothing. You can tell us. Yeah, it's not nice to keep secrets. This one is none of your business. Maximus, get him! Huh? You have got to be kidding me! Aber irgendwie kriegt man die doch schneller durch, die Parts, oder? Oder irre ich mich da gerade? Okay, was ist das denn? Ach, Schlüsselschwert. Immer und ewig kann sich per Formänderung in eine magische Waffe namens Illusionsstab verwandeln. Drücke Viereck, während Schlüsselschwert verwandelt ist sie, um auszuweichen. Und an deiner Stelle ein Avatar deiner selbst zu hinterlassen. Das nächste Mal, wenn du ein Combo ausführst, unterstützt sich diese Avatare mit ihrer eigenen magischen Attacken. Oha. Ist nicht schlecht. Another world where we got doodly squat. You sure this box thingy's even real? Yes. Yeah, just how do you know that? It is etched. It's what? Come with me. Where to? Those bozos ain't gonna help us. Sora's sure not looking for the box. Who said anything about following them? No. Die Einspieler sind aber auch echt gut gemacht, so zum Teil, ne? Und sagen, so... What? We're too late? Yes. Evan would know all about the replicas from his time as Vexen in the organization. He was recompleted like the rest of us, but he didn't regain consciousness. After Lee left, he must have woken and taken his leave. Alias here and Dylan went out and turned the whole town upside down to try and find him. But no Evan. That's not good. What about his research? Unfortunately, his work on the replicas was incomplete. There may still be documents around, but all of them from well before he made any significant progress. Do you have any idea where he might go? There's no place that he could go now that he's human. He has no means of leaving this world. The dark corridors are beyond his faculties and mine now. Oh.
but not everyone's. What if Evan was taken? Of course! The organization could also use the replicas! To fill out their ranks. We better go tell Master Yen Sid! And Sora! And the others, too! Humanity is a precious gift, and yet you desire to return to the organization? Oh yes, of course. One eradication at Axel's hands was enough to learn where not to place my trust. He gave you a second lease on life. He ripped me away from the one thing I care about. I don't require humanity. Give me my research. I must see it to fruition. No matter the cost. The replicas. Yes. Soon they will replace, not just replicate. Given a heart, they can become just as real as any human. What excellent tidings. I would hate to think we invited you back into our ranks, only for you to fail to deliver our final vessel, Vexen. Mm-hmm.